Weißenbach im Lechtal. Mitten in diesem Idyll werden innovative Brillen gefertigt. Man kann sich draufsetzen im Prinzip und die Brille macht es nichts. Man könnte quasi wahrscheinlich sogar im Auto drüber fahren und es macht der Brille nichts. Und das war für mich schön, zum sagen, hey, man kann mit einem nachhaltigen Material, mit einem nachhaltigen Prozess Brillen machen, die eigentlich mehr können wie der Großteil aller Brillen, die es gibt. Und das sollte für uns ein Anstoß sein, wie die Zukunft ausschauen kann. Die Bohne wächst in 4 Monaten bis zu 6 Meter. Wie sie zum Grundstoff einer Brille verarbeitet wird, ist Betriebsgeheimnis. Das Gelenk? Ein Gummi. Eine patentierte Idee von Roland Wolf ohne Schrauben. So ist die Bohnenbrille leicht recycelbar. Es ist die Erfindung eines fast gescheiterten Optikerlehrlings. Na, da habe ich versagt ein bisschen. Linsen und Gläser und wie das Auge funktioniert, das war nie mein Thema. Ich war sehr jung, ich war verrückt, ich habe da in Fokus anders gesetzt. War dann lieber Snowboardlehrer eine Zeitl und auf der Piste unterwegs. Design ist Roland Wolf wichtiger. Seine Bohnenbrille muss unendlich lange bearbeitet werden, um belastbar zu sein und einen speziellen Look zu bekommen. Dafür hat er sogar einen Betonmischer umfunktioniert. Wir haben eine spezielle Methodik der Beschichtung entwickelt. Das heißt, ich muss zuerst eine Beschichtung machen, dann wird die Oberfläche rauer, dann schleife ich sie wieder, dann wird sie nochmal beschichtet, dann wird sie wieder geschliffen. Und das ist ein Prozess, der relativ lang dauert und viel Forschung auch benötigt, damit man dann wirklich dieses haptische Aha-Gefühl hat, wenn man die Brille in der Hand hat. Der Tiroler ist auch der Erste, dem es gelingt, Steinbrillen herzustellen, die weder schwer sind noch leicht zerbrechen. Ob aus Granit oder Schiefer. Schiefer ist ja schon eine ganz, ganz dünne Schicht. Und im Prinzip ziehen wir diese kleine dünne Schicht ab, indem wir Trägermaterial aufkleben und dann die Schicht abziehen. Und in dem Prozess bricht dieser Stein in ganz, ganz kleine Teile und macht ihn dann so flexibel, wie er ist. Und für uns damals war das, wir wollten was machen, wo sich keiner vorstellen kann. Und das war eigentlich der Clou damals auch. Weil dann hat es gerade, wir machen Steinbrillen. Und da haben alle gesagt, ihr seid ja völlig verrückt. Das kann gar nicht gehen. Wenn Roland Wolf etwas im Kopf hat, setzt es um. Hornbrillen wollte einen ganz speziellen Finish. Das war mit Optikertechnik nicht möglich. Deswegen ist in Weißenbach eine zahnmedizinische Fräse im Einsatz. Wir haben eine Maschine gesucht, die im Prinzip eine ganz andere Genauigkeit fährt, wie die Maschinen in unserer Branche normalerweise. Wir fahren da in einer Genauigkeit von einem Tausendstel. In der Branche ist ein Zehntel der Standard. Wir haben ganz andere Geschwindigkeiten, die wir fahren können. Natürlich sind auch die Rolf-Titan-Brillen anders. Sie werden speziell aufgeraut. Bernhard Wolf hilft, wie alle 4 Brüder von Roland, diesen Wirbel aus Ideen umzusetzen. Obwohl keiner der Brüder gelernter Optiker ist. Doch diese Familienbande machen kreativ. Ich kann am Abend gut schlafen, weil ich weiß, sie lassen mich nicht im Stich. Und ich muss auch sagen, mit Bernhard, mit dem ich das jetzt leid, habe ich meine ganze Kindheit auch verbracht. Wir waren immer schon im Zweierteam unterwegs und das sind wir halt noch. Neben dem Design ist Nachhaltigkeit die Motivation für Roland Wolf. Er produziert nur auf Bestellung. Nichts wird weggeworfen. Die Bauteile sind zehntausende Kilometer weniger unterwegs als die einer Standardbrille. Nachhaltig ist auch die regionale Produktion, die Minimierung von Zulieferern, die Verwendung von nachhaltigen Materialien. Das zählt für mich alles zusammen. Das heißt, es ist nicht ein Teil. Ist Material nachhaltig, macht nur keine nachhaltige Brille. Im Prinzip muss schon der ganze Prozess rundum einfach ein bewusstes Denken haben. Ein hoher Anspruch, mit dem Roland Wolf fast nebenher weltweit alle wichtigen Designpreise gewonnen hat.